Na, da schaut aber jemand zufrieden drein. Sind die Gerüchte also wahr? Dir entgeht auch gar nichts, Karin. Es stimmt. Kupka ist tot. Ein paar Sorgenfalten weniger also. Gut. Ich habe noch genug andere. Werd nicht übermütig. Schledorn. Hast du kurz Zeit? Was ist denn? Hab zu tun. Ich wollte dir nur sagen, Hugo Kupka ist tot. Du weißt gar nicht, wie lange ich schon auf diese Nachricht warte. Die Zeit ist reif, oder? Ein neuer Anfang mit einem neuen Sid. Ich werde ihm Ehre machen. Verlangt es euch nach dem Geschenk des Wissens? Nein. Heute teile ich meines. Hugo Kupka ist tot. Er ist... Oh, ist das wirklich wahr? Guck, er heult ja! Wirklich. Er hat Pipi in den Augen. Aus gutem Grund, ihr zwei. Das sind Freudentränen. Wir müssen es euren Eltern im Himmel sagen, damit sie mit uns weinen können. Kein Unterricht heute, nur Frohsinn und Danksagung. Los, weg mit den Sachen. Was, echt? Spitze! Endlich. Ein Neuanfang für uns. Genau. Ich danke euch. Bitte lasst mich es den anderen sagen. Hippokrates. Nach Kupkas Tod erschien mir Ultima. Ich muss wissen, was er ist. Wisst ihr etwas? Irgendwas? Leider nein. Und ich habe es wirklich versucht. Beinahe jede alte Schrift in unserer Sammlung habe ich gewälzt. Ohne Ergebnis. Nicht einmal ein Anzeichen dafür, dass irgendetwas absichtlich verschleiert wurde. Alles deutet darauf hin, dass eine solche Kreatur niemals existiert hat. Aber es gibt ihn. Ich habe ihn gesehen. Das bezweifle ich nicht. Trotzdem scheint es, dass außer euch niemand von ihm weiß. Anderen zeigt er sich nicht. Nur seinen Einfluss, den sehen wir gewiss. Wie eine schreckliche Naturgewalt, für Sterbliche nicht zu begreifen. Eine Naturgewalt. Ob dieses Wesen, das ihr saht, wirklich Ultima war oder eine Manifestation seiner Macht, weiß ich nicht. Aber bis ich das weiß, werde ich meine Forschungen weiterführen. Danke. Vielen Dank. Gut. Mal sehen, ob Otto noch was für mich hat. Mein Wissen steht euch jederzeit zur Verfügung. Ich habe ein paar neue Notizen, die euch interessieren könnten. Heute habe ich außergewöhnlichen Lesestoff für euch. Welches Thema wollen wir heute behandeln? Was ist? Ich habe nicht den ganzen...
Ich hoffe, du hast es passend. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. War's das schon? Clive? Willst du was schmieden? Pass gut drauf auf, ja? Sollte eine Weile halten. Und? Das Teil hat er auch zerstört? Nicht im Ernst. Grenzübergängen werden Truppen zusammengezogen. Du bist so rastlos, seit du zurück bist. Schickt Vivian dich durch die Gegend, oder was? Sowas in der Art. Ah, du sollst die frohe Kunde verbreiten. War das ihr Vorschlag? Ja. Und sie hatte recht. Die Leute sind alle erleichtert. Alle? Du warst doch noch gar nicht bei allen. Ein paar Kameraden am alten Versteck würden friedlicher ruhen, wenn sie von Kupkas Tod wüssten. Allen voran Sid. Du solltest zu ihm. Stimmt. Sollte ich. Und das werde ich. Gut. Frag auch mit. Vielleicht begleitet sie dich. Sie hämmert und schraubt von früh bis spät in ihrer Werkstatt rum. Als gäb's nichts anderes mehr. Keine Ahnung, wann sie überhaupt das letzte Mal am Grab ihres Vaters war. Ist gut. Ich frag sie mal. Er hat angefangen, Bücher zu lesen. Wenn mir nicht bald was einfällt. Schieß los, Clive. Was steht an? Ich gehe Sid besuchen. Und dachte, du möchtest vielleicht mitkommen. Tut mir leid, ich habe gerade zu viel um die Ohren. Wir brauchen dieses Wärmeverschubaggregat. Wärme... Verschubaggregat. Hier. Und das brauchst du für... Na, für das beste, schnellste Schiff, das die Welt je gesehen hat.
Die Enterprise! Ich und Paps haben sie gemeinsam entworfen. Während die Nussschalen dieser Welt auf Wind hoffen müssen, um weiterzukommen, hat unser Schiff seinen eigenen Mithril-Antrieb. Der macht uns mehr Feuer unterm Arsch als ein Behemoth mit Blähungen. Irgendwo muss die ganze Hitze dann aber hin. Womit wir wieder beim Aggregat wären. Zufälligerweise habe ich in einer kleinen Werft in Canva ein paar Seebären kennengelernt, die mir jetzt den Rumpf bauen. Aber das nervige Aggregat baue ich lieber hier. Leider ist es so kompliziert, dass ich total im Verzug bin und damit den ganzen Bau aufhalte. Ich komme aber gern mit zu Paps. Irgendwann. Wenn ich fertig bin. Soll ich dir vielleicht irgendwie zur Hand gehen? Braver Clive. Darauf habe ich gehofft. Zuallererst brauche ich ein paar Teile. Das Aggregat hat drei Hauptkomponenten. Die Panzerung, hier, leitet den Dampf von den Triebwerken weg. Der Helm obendrauf, der die angestaute Hitze an die Luft abgibt. Und die Schilde an den Seiten, die verhindern, dass das Schiff abfackelt. Klingt fast nach einer Rüstung. Welches der Teile brauchst du denn zuerst? Ich würde sagen, die Panzerung. Da dran wird alles montiert. Hier habe ich die Baupläne und Materiallisten. Zeig sie einfach Schledern. Der macht das schon. Gut, ich werde hieraus nämlich nicht schlau. Keine Sorge, verlangt doch keiner. Ich glaube, Mit könnte Hilfe beim Aufräumen der... Schledorn, ich habe eine Bitte. Die wäre? Sie ist von Mit. Sollte ich lieber so tun, als hätte ich keine Zeit und mir einen Haufen Ärger ersparen? Na sag schon, was liegt diesmal an? Wenn ich das wüsste. Hier. Bei Quikors Bart. Also, keine Ahnung, wofür man das braucht, aber ich krieg das hin. Mit etwas Hilfe. Und zwar von euch. Hol mal Geff und Otto her, ja? Ist gut. Also hat uns Mit mal wieder alle eingespannt. Typisch. Egal. Wenn sie sonst Sids Grab nicht besuchen will, tue ich, was ich kann. Und was genau sollen wir denn für sie tun? Seht euch das mal an. Diese Panzerung. Normaler Schwertstahl reicht da nicht aus. Wir brauchen was, das sehr schnell sehr heiß werden kann und trotzdem die Form behält. Also eine Legierung. Eine, die den Temperaturen standhalten kann, von denen Mit redet. Deswegen müsst ihr mir helfen. Ich brauche Rohstoffe und hab schon genug anderes zu tun. Übernehmt ihr das? Besorgt mir eine bestimmte Art Sand, die nur draußen in der Weltkreuz zu finden ist. Sternsand heißt er. Alles andere sollte mein üblicher Händler vorrätig haben. Muss nur gekauft und hergebracht werden. Gut. Teilen wir uns auf, dann geht's schneller. Einer von uns sollte dir mit dem Sand helfen. Und der andere kann in der Zwischenzeit den Rest holen gehen. In Ordnung. Entscheidet euch, wer was macht, und dann bringen wir es hinter uns. Den Kristall hat er auch zerstört?
nicht im Ernst. Doch. Du übernimmst den Sternsand, nehme ich an. Wer von den beiden ist denn jetzt der Holde Auserwählte? Otto, komm mit mir. Ist mir recht. Wo finden wir diesen Sternsand und wie erkennen wir ihn am besten? Im südlichen Teil der Velkoi gibt es einen Fluss. Haltet an seinen Ufern nach schwarzem Sand Ausschau. Ich nehme mal an, du wirst eine ganze Menge davon brauchen. Vielleicht sollten wir in Dalimil Hilfe auftreiben. Ich gehe vor und sehe, was sich machen lässt. Danke. Wir treffen uns am Fluss. Passt auf euch auf, ja? Ich gehe dann mal zu diesem Händler. Lass dich nur nicht von ihm übers Ohr hauen. Ach, keine Sorge. Ist doch Schledorns Bekannter. Oder? Na dann viel Glück. Das muss der Fluss sein. Und wo steckt Otto? Otto, bin ich spät dran? Oh, Clive. Ich habe die Gegend abgesucht. Hier dürften wir einiges an Sternsand finden. Scheinbar ist Schledorn wirklich der Einzige, der ausgerechnet diesen Sand in seiner Schmiede benutzen will. Er liegt einfach hier rum und wartet nur darauf, gesammelt zu werden. Umso besser für uns. Dann beschwert sich niemand. Wohl wahr. Bedienen wir uns. Das ist also Sternsand. Bis auf die Farbe ziemlich gewöhnlich. Das sollte wohl reichen. Mal sehen, wie es bei Otto läuft.
Wie viel hast du? Genug. Hoffe ich. Mehr als ich. Na, für Schledons Zwecke wird es schon irgendwie reichen. Hoffe ich. Clive. Gehen wir ein paar Schritte. Sid wäre stolz. Worauf? Auf dich. Was sonst? Auf die Art, wie du sein Werk weiterführst. Am Anfang dachte ich, du wärst bloß ein Trotzkopf, der zu sehr damit beschäftigt ist, seinem Schicksal zu grollen. 5 Jahre später hältst du den Laden zusammen. Ein Glück, dass ich falsch lag. Du lagst nicht falsch. Ich habe mich verändert. Dank Sid. Und auch dank dir. Du hast sofort zugestimmt, als ich seinen Namen führen wollte. Und ohne dich hätte das sonst niemand. Dann hätte ich das alles niemals geschafft, Otto. Ach, hör doch auf. Ich werd ganz rot. Ich wollte nur Hoffnung statt Verzweiflung. Ich hab dir die Chance gegeben. Ja. Aber du hast sie genutzt. Du hast einem Haufen Hoffnungsloser etwas gegeben. Etwas Wertvolles. Für das es sich zu kämpfen lohnt. Genau wie Sid damals. Wird Zeit, dass ich zurückgehe, glaube ich. Dieses Rumgekrieche im Sand hat meine müden Knochen ziemlich geschafft. Dann sehen wir uns im Versteck. Und gönn dir ein bisschen Ruhe, wenn du da bist. Oh, das werd ich. Das kannst du mir glauben. Aber vorher werde ich noch dafür sorgen, dass Schledon seinen Sternsand bekommt. Sonst meckert er wieder. So. Bereit, heimzugehen? Hoffen wir, Schledorn hat genug Sand. Schledorn, hast du jetzt alles? Ja, glaube ich. Danke für den Sternsand. Sollte fürs Erste reichen. War schön, auch mal rauszukommen. Lass uns das wiederholen. Dann mache ich mich jetzt mal an diese Wärmepanzerung. Wird aber etwas dauern. Also falls du was erledigen musst, brauchst du mir nicht die ganze Zeit auf die Hände zu starren. Danke, Schledorn. Ich gehe gleich zum Mit und sag ihr Bescheid. Wir sollten dann wohl auch zurück an die Arbeit. Ruf einfach, wenn irgendwas ist.
hat angefangen, Bücher zu lesen, die keine Bilder haben. Wenn mir nicht bald was einfällt. Melde gehorsamst, dass Schledorn an der Panzerung arbeitet. Wunderbar. Eins von dreien hätten wir. Und? Was kommt jetzt? Der Helm, würde ich sagen. Für den brauchen wir Material von den Gefallenen. Du meinst aus den Ruinen? Ich dachte, das Material wäre so schwer zu bearbeiten. Also gut, dass wir das nicht müssen. Ach nicht? Zufälligerweise gibt es da diese eine Ruine, deren Bruchstücke exakt die Form und Größe haben, die wir für unser Schiff brauchen. Dingsbums, da kann dir mehr erzählen. Dingsbums. Ah ja. Oh, Sid, sicher geht es um den Helm. Ja. Ich bin in Mits Auftrag hier. Ah, dann zeige ich dir mal die Pläne. Also, das hier ist der Mithril-Antrieb und darin wird Mithril verbrannt, um Hitze zu erzeugen. Und diese Hitze wird wiederum in Antriebskraft umgewandelt. Die überschüssige Hitze wird von Wärmeverschubaggregaten aufgenommen, abgeleitet und dann an die umliegende Luft abgegeben. Nur, würden sich die Aggregate allein auf die Panzerung verlassen, dann würde tatsächlich die Menge an überschüssiger Wärme den Verschubkoeffizienten um ein Weites übersteigen, weißt du? Anders gesagt, der Reaktor würde überhitzen und irgendwann explodieren. Und deshalb brauchen wir den Helm. Er wird mit der Panzerung verbunden und dient als eine Art Wärmesenke, die die überschüssige Energie absorbiert. Unsere Experimente zeigen, dass das Material aus den Ruinen extrem hitzeresistent ist. Es hält weit höhere Temperaturen aus als alles, womit wir heutzutage arbeiten. Und obendrein ist es wasserfest und rostfrei, was es zum perfekten Baustoff für unsere Schutzhaube macht. Wenn, und ich bete wirklich, dass es nie passiert, Wasser in den Reaktor eindringt, würde es verdampfen und Kräfte freisetzen, die das Schiff zerfetzen, vom Heck bis zum... Danke, schon gut. Hab's verstanden. Mit wollte wohl Teile einer bestimmten Ruine verarbeiten. Wo finde ich die? Ah, ja. Sie liegt an Lobert's Forstweg, nahe Kielbrück. Da gibt es nur ein Problem. Ich wünschte, ich hätte die Teile, die wir brauchen, schon früher besorgt. Jetzt hat sich nämlich leider ein unerwünschter Besucher dort niedergelassen. Einfach so hineinspazieren und Material sammeln geht nicht mehr. Es ist jetzt um einiges gefährlicher. Verstehe. Ich könnte mich ja um diesen unerwünschten Besucher kümmern. Hilft das? Oh, sehr sogar. Danke, Sid. Meine Leute und ich machen uns gleich auf den Weg. Wir treffen uns an der Ruine. Schönen Tag, Sid. Thank you.
den da! Endlich, Sid. Gut, dass du da bist. Die, Ruine ist gleich da drüben und wahrscheinlich auch die Kreatur, von der ich dir erzählt habe. Würdest du, vorgehen? Kein Problem. Ich mach das schnell. Zu Hause. Der wird sicher nicht freiwillig gehen. Helfen wir nach. Was tue ich nicht alles für dich mit? Sid! Oh, was habe ich gezittert? Jetzt dürfte es sicher sein. Sieht so aus. Dann lass dich nicht aufhalten. Wir sorgen dafür, dass das ganze Material heil im Versteck ankommt. Alles klar. Ich gehe mit Bericht erstatten. Thank you.
Einen schönen Tag, Sid. Was bringt dich her? Er isst alle. Ah, die Kristalle vom Schwein. Ein Freund von Quinten ist doch mein Freund. Hoffentlich bist du zufrieden. Für all die unverkauften Fässer. Ah, Clive. Du kommst genau zur rechten Zeit, wie immer. Ich habe eine Sorge, bei der du mir vielleicht helfen kannst. Erzähl. Man flüstert, es seien zwielichtige Gestalten in der Nähe des Dorfes gesichtet worden. Dazu diese Geräusche. Rascheln im Gestrüpp. Die Leute fürchten, sie werden beobachtet. Vielleicht sind es nur blank liegende Nerven. Verständlich bei dem, was gerade passiert. Vielleicht ist es aber auch der Auftakt zu etwas Gefährlicherem. Verzeih, wenn ich das so sage, aber dein Riecher für Probleme könnte hier von Vorteil sein. Natürlich. Exzellent. Du könntest zunächst mit den Einwohnern von Kielbrück sprechen. Höre ihnen zu und ziehe deine eigenen Schlüsse. Ist gut. Mach ich. Hallo, Sid. Gut. Mal hören, was die Leute hier erzählen. Ich frage mich, ob es nur Einbildung ist. Oder etwas, das wir ernst nehmen müssen. Vom Schweif sind alle... Hallo, Sid. Kann ich helfen? Das kannst du. Ich habe eine Frage. Quinten hat etwas von verdächtigen Schatten in den Wäldern gesagt. Hast du irgendetwas bemerkt? Ah, das. Mir ist nichts aufgefallen. Ich habe die Gerüchte gehört von den Jungs drüben auf dem Weingut, aber... Gesehen haben die auch nichts. Verstehe. Trotzdem danke. Du hast ein gutes Händchen mit der Angelrute. Hast du kurz Zeit? Im Wald draußen soll irgendwas vor sich gehen. Hast du was gesehen? Was Verdächtiges? Nein, aber etwas gehört. Wie Kratzen auf Metall, als schärfe jemand ein Schwert. Wo war das? Lobers Forstweg. Ich habe Kräuter gesammelt und es irgendwo zwischen den Bäumen gehört. Da bin ich gerannt, so schnell ich nur konnte. Bloß weg von dort. Verstehe. Ich sehe es mir an. Danke. Der Forstweg ist wohl unsere heißeste Spur. Was meinst du, Torgal? Sehen wir uns den genauer an? Ihr da. Mist, wir wurden entdeckt. Schnappt sie, bevor sie fliehen. Schwarzschilde? Hier? Was zur Hölle wollt ihr hier? Was geht dich das an?
Oder! Ich muss Quinten warnen. Clive, wie läuft die Jagd auf die finsteren Gestalten? An Lauberts Forstweg hatten sich Schwarzschilde versteckt. Sicher kommen mehr. Schwarzschilde. Einst die Bluthunde der Kaiserin. Heute dienen sie jedoch einem anderen Herrn. Jemandem, der nicht nur mich, sondern auch all jene in meiner Obhut tot sehen will. Und wie es scheint, hat die Meute die Fährte der Beute aufgenommen. Verdammt nochmal. Ich hatte gehofft, mir bliebe mehr Zeit. Mehr Zeit für Vorbereitung. Aber in die Enge getrieben bleibt nur der Gegenangriff. Und darum schlagen wir zurück. Entschuldige, aber das musst du mir erklären. Wem dienen die Schwarzschilde jetzt? Und warum sollte er deinen Tod wollen? Weil ich seinen Tod will. Wessen? Ich rede vom ehemaligen obersten Richter San Brex. Kielbrück habe ich für ihn aufgebaut. Ich verstehe immer noch nicht. Wieso er? Wieso Kielbrück? Es ist wohl an der Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Ich war früher einmal ein Justizbeamter. Denn die Ungerechtigkeit der Welt widerte mich an. Ich wollte sie bekämpfen. Und das tat ich auch, auf meine eigene Weise. Nicht wenige korrupte Beamte wurden von mir in genau die Zellen gesteckt, in die sie Unschuldige geschickt hatten. Männer, für die das Gesetz nur eine Peitsche war, um Machtlose zu schinden. Ich war nicht allein. Es war der oberste Richter, der mir half. Er war mein einziger Verbündeter in meinem Kampf für Gerechtigkeit. Was passierte dann? Ich erfuhr, dass er Träger jagte. Als Sport. Er teilte meinen Hass auf Käuflichkeit und Laster überhaupt nicht. Seine Unterstützung für mich war nur eine Fassade. Ein Mittel, um seine Rivalen auszuschalten. Eine Maske, unter der er sich verbarg. Ich reichte sofort Klage gegen ihn ein. Seine Reaktion jedoch war sehr viel heftiger. Er ließ meine gesamte Familie hinrichten. Und das unter dem Deckmantel des Rechts. Ich verlor alles. Meine Liebsten, mein Einkommen, mein Ansehen, den Glauben, den ich einst hatte, dass die Gerichte ein Mindestmaß an Gerechtigkeit schaffen. Also schuf ich meine eigene. Ich spürte alle auf, die ihm dienten, und schnitt ihnen die Kehlen durch. Er selbst erwies sich jedoch als ein weitaus schwierigeres Ziel. Mit Geld und Macht ist man geschützt. Ich begriff, dass ich eine eigene Armee brauchte. Ich kam hierher, nach Kielbrück, und begann, Gleichgesinnte zu rekrutieren. Und jeder hier weiß, welchen Plan du verfolgst? Natürlich.
Auch sie verloren ihre Liebsten bei den Jagden auf Träger. Sahen, wie ihre unbescholtenen Freunde an den Galgen kamen. Alles unter dem wachsamen Auge des obersten Richters. Unsere Wunden sind dieselben. Und unsere Sache ist es auch. Wir sind Kameraden. Und unsere Rache ist bereits im Gange. Wir kennen sein Versteck, kennen die Zahl seiner Wachen und ihre Stärke. Was wir bis jetzt nicht wussten, war jedoch, dass seine Pläne womöglich auch schon im Gange sind. Quentin. Wir haben wenig Zeit. Er könnte jeden Moment zuschlagen, sofern wir nicht zuerst angreifen. Freunde und Kameraden, es beginnt! Auf in den Krieg! Er hat seine Entscheidung getroffen. Grenzübergängen werden Truppen zusammengezogen. Ich glaube, mit könnte Hilfe beim Auf. Wenn mir nicht bald was einfällt. Mit. Helena hat jetzt das Material für den Helm. Sie wird bald hier sein. Wunderbar. Wieder einen Schritt weiter. Und was fehlt uns da noch? Nur noch die Schilde. Die sind etwas vertrackt. Wieso? Dank der Panzerung glüht der Antrieb zwar nicht durch, aber dieses Ding spuckt genug Feuer, um den Rest des Schiffes abzufackeln. Deshalb brauchen wir eine gute Abschirmung. Damit das Feuer schön da drin bleibt und draußen keinen Schaden anrichtet. Erst wollte ich eine dreifache Schicht Stahl benutzen oder irgendein gefallenes Material, aber das wird zu schwer. Der Helm und die Panzerung haben schon ein irres Gewicht. Wenn er noch viel mehr dazukommt, gluckert uns das Schiff noch vor der Jungfernfahrt ab. Ach, ich brauche irgendwas Leichtes. Aber ich habe absolut keinen Schimmer, was man da nehmen könnte. Also, wenn ich so eine Frage hätte, dann wüsste ich, zu wem ich gehe. Hippokrates. Hippo? Klar, den hatte ich auch im Visier. Ich habe dir das Problem hier veranschaulicht. Kannst du ihm das bringen? Vielleicht weiß er ja was. Wird gemacht.
hat angefangen, Bücher zu lesen? Hippokrates, habt ihr kurz Zeit? Für euch, Clive, immer. Diesmal ist es eher für Mit. Das hat sie mir gegeben. Schilde für einen Mithril-Antrieb. Mit überrascht mich immer aufs Neue. Und, was steht hier noch am Rand geschrieben? Sie ist auf der Suche nach einem geeigneten Material. Es muss extremen Temperaturen aus dem Inneren standhalten, dabei außen kühl genug bleiben, um keinen Brand auszulösen, und es darf nicht so schwer sein, dass das Schiff sinkt. Wie ihr euch denken könnt, hat sie bislang noch nichts Entsprechendes gefunden. Ah ja. Wisst ihr vielleicht eine Lösung? Oder könnt ihr in euren Schriften nach etwas suchen? Vielleicht braucht sie kein neues Material, sondern einen neuen Ansatz. Was soll das heißen? Seht euch den See an, auf dem wir leben. Die Fäule im Wasser zersetzt sowohl Holz als auch Stahl weitaus schneller, als die Natur es eigentlich täte. Und doch haben wir uns aus eben diesen Materialien unser Zuhause geschaffen. Das stimmt. Aber Bardolf muss jedes Brett zweimal lackieren, damit es nicht fault. Und Obolus beschwert sich, dass ohne ausreichend... Oh, Pech. Verstehe. In alten gregorischen Schriften findet sich die Erwähnung von Mondtau. Diese Tinktur soll sogar den heißesten Flammen standhalten können. Bevor den Dragoons die Zähmung von Drachen gelang, ließen Burgherren ihre Mauern mit Mondtau bestreichen, um sie vor Feuer zu schützen. Hätten wir also diese Tinktur... Dann könnte Mit ein Material damit präparieren und es so für ihre Zwecke nutzbar machen. Wie und worauf sie es auftragen sollte, da wissen Bardolf und Obolus vielleicht mehr. Ich rede mit ihnen. Ihr kümmert euch in der Zwischenzeit um den Rest. Schließlich muss jemand die Zutaten für den Mondtau besorgen. Und wenn ihr damit fertig seid, berichte ich euch, was unsere beiden Freunde zu sagen hatten. Die Weisheit der Vergangenheit bleibt auch in der Gegenwart wertvoll. Danke, Hippokrates. Und wenn ihr andere um Hilfe bittet, sollte ich das auch. Und wir sollen euch dabei helfen. Genau. Ich versuche, die Zutaten aufzutreiben. Kommt jemand mit und hilft mir beim Suchen? Währenddessen könnte ich Hilfe gebrauchen, um mehr über die Anwendung herauszufinden. Seid ihr dabei? Immer. Gut, ich habe auch Zeit. Danke. Sicherlich könnten mir sowohl Jill als auch Taya bei den Nachforschungen assistieren. Entscheidet also selbst, wer von beiden euch begleiten soll, Clive. Stell dir vor, wir hätten schon auf Drustanos etwas von diesem Mondtau gehabt. Das hätte uns den Weg sicher erleichtert. Ich hätte diesen Ort wohl auch mit Mondtau nicht lebend verlassen. Aber einen Einkauf in Nordstedt könnte ich gerade noch so überleben.